Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974 und das ist Folge 3 von Metal Gear Ghost Marble. Das ist Solid Snake und wir machen jetzt mal wieder ein bisschen weiter. Ich bin mal gespannt, was es hier im Angebot gibt, außer dass wir wissen, dass es hier Kameras gibt. Und ich glaube, da ist auch wieder ein Soldat. Oder ist das der Hinweis, dass da eine Kamera ist? Das ist eine Kamera. Okay. Die sind auch so gezeichnet. Das sind die anderen Sachen, die da stehen. Einfach nur Säulen. Okay. Ja, gut. Bis jetzt haut mich das noch nicht um. Guten Tag. Naja, ich weiß, dass meine Rationen so voll sind. Komme ich da denn wieder hin? Ist das der gleiche Weg? Okay, das ist wurscht. Das war nicht gut, weil so komme ich besser rein. Bumm. Das ist egal. Kann ich da denn schon rein? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Dann gucken wir mal, was dieser Gang uns bringt. Cutscene. Okay. Das ist der erste Übersoldat. Bin ja gespannt. Tjo. Es geht ein bisschen durch die Gegend. Das heißt, ich kann derzeit da reingehen. Ich will aber trotzdem noch wissen, ob da noch was ist. Da ist gar nichts, ne? Was ist hier denn? Au! Oh. Es ist Zeit für einen Schichtwechsel. Es ist wirklich schon so weit. Los, beeil dich. Wir kriegen beide große Schwierigkeiten. Wenn sie uns beim Faulenzen erwischen. Beruhige dich. Als ob hier jemals einer herauskommen würde. Okay, ich kann mich nicht bewegen. Doch, Snake macht das automatisch. Okay. Schön. So schnell kriegt man einen Schalldämpfer. Gut. Das war höchstwahrscheinlich sehr, sehr gut. Jetzt können wir auch schießen. Also bis jetzt ist das natürlich nicht unbedingt wahnsinnig schwer. So, wo sind wir denn hier? Das sieht auch schön aus. Kann man da her? Kann man. Okay. 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 Also das Level-Design gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe nur Angst, dass ich hier alles Mögliche übersehe. Du störst. Weg. Da komme ich... Ach, da brauche ich eine Karte. Okay. Brauche ich die ersten Keycards. Naja, das kennen wir ja, das Spiel. Ich bin mal gespannt, ob die das hier auch pfiffiger gemacht haben. Oder genauso langatmig. So, ich lasse ich jetzt mal am Leben. Ich kann nicht austänzeln. Was ist das? Munition haben wir. Ja. Wir haben ja bis jetzt noch keinen einzigen Schuss abgefeuert. Da kommen wir gleich her. Also geht's da noch nicht weiter. So, da merke ich mir mal, komme ich gleich hin. Aber ich will auf jeden Fall erstmal nochmal dahin. Mal gucken, was uns die Ecke bringt. Ihr könnt ja schon mal, für die Leute, die das Game kennen, und ich weiß, da gibt es den einen oder anderen, mir mal einen Tipp geben. Ich weiß, dass dies zeitlich nach Metal Gear Solid Snake spielen muss, also sprich nach Metal Gear 2, nach dem offiziellen, nicht nach irgendwie diesem Fake-Teil. Aber es gibt Stimmen, die gesagt haben, nee, das wird nur referenziert. Ach, da kann ich so rum. Ah, auch wieder was gelernt. Okay, dann muss ich also so machen. Ich glaube, das ist, gab es in MG2 noch nicht. So, was haben wir hier denn Schönes? Da haben wir auch noch was. Wieder Munition. Ah. Ach, es gibt unterschiedliche Munition. Okay. Dann wissen wir aber, dass es hier eine andere Waffe gibt. Das ist ja mal interessant. Okay. Ja, dann holen wir uns doch mal die Waffe ab.
geht's denn da lang? Einfach mal so ein bisschen hier durchrennen. Was sind diese Munitionsdinger? Das habe ich schon begriffen. Na komm. Ja, ja. Wieso haust du mich ja nicht mal um, du? Und zack. Ah, das kann der Onkel Snake. Alte Box-Champion. Ist klar. Das ist keine Tür, ne? So, dann geh du mal da raus. Wo war ich denn noch nicht? Die habe ich alle schon durchgegangen, ne? Da ist eine Kamera, die ist neu. War ich unten also noch nicht. Hier schon? Ja, hier war ich. Also es ist doch nicht so groß, wie es aussieht, ne? Aber ich will mal wissen, was da unten bei der Kamera ist. Ja, genau, schnell. Zack. Komm nur mal wieder hoch. Auf Wiedersehen. Du machst ja deinen Job gut, aber störst mir im Augenblick. Da waren wir doch schon, ne? Ich habe so das Gefühl, ich bewege mich jetzt ein bisschen im Kreis. Da haben wir alles, ne? Tja. Uah. Na, nicht lang. Hier waren wir noch nicht. Wir waren noch nicht durch die Tür. Toll. Ich muss erst die Waffe finden. Ja, wenn du mir sagst, wo das ist, dann hole ich sie mir auch. Also fehlt hier noch irgendwas. Ich frage mich nur, was. Noch weiter? Ich glaube, hier waren wir noch nicht, ne? Ich muss mal eben kurz ein bisschen mal wieder träumen. Aber das ist uninteressant. Was haben wir da? Ja, toll. Ration brauchen wir nicht. Wo ist denn diese komische Waffe? Da ist nix. So, komme ich da weiter? Komme ich weiter. Tschüss. So, was haben wir denn da Schönes? Da kommen wir her. Okay. Hier ist eine Tür. Aha. Okay. Also wir haben noch ein paar weitere Wege, die werden wir jetzt auch noch gehen. So, was ist denn hier im Angebot? Wir haben das Sturmgewehr. Schön! Damit hat sich das gerade erledigt. So, jetzt will ich mal wissen, wo kommt man daher? Den einen Weg merke ich mir mal eben noch. So, was haben wir hier denn Schönes? Komme ich da von der anderen Seite auch hin? Au! Oh, das sieht aber nice aus. Nee, da komme ich echt nicht hin. Ich bin hier schon zu weit. Muss man im Armer noch zurück. Wir sehen uns gleich wieder, Jungs. Ja. So viel Hilfestellung muss ich Ihnen auch nicht geben. So, mal wieder flüchten. Ihr wisst ja, da kommt der Stealth-Profi. Hm. Was ist das denn? Ist das denn die Munition? Da waren wir doch, glaube ich, schon, ne? Ist egal, komm, nehmen wir mal eben mit. Na gut, die haben wir auch schon. Ist das hier übrigens auch so mit diesem Level-System? Das wisst ihr doch bestimmt. Dass sie je nach Level man unterschiedliche Sachen tragen kann. Was ihr auch mal spoilen könnt, das könnt ihr auf jeden Fall mal machen. Das scheint ja irgendwie noch levelbasiert zu sein. Wie viele Level es denn hier gibt. Weiß man ja ungefähr, wie kurz oder wie lang das ist.
Weil Level 1 war jetzt nicht so ellenlang. Und Level 2, sag ich mal, sieht bis jetzt auch nicht so wahnsinnig lang aus. Da ist ein langer Raum. Haben wir hier noch was? Nee, ne? Da geht's auch noch weiter. Mal gucken. Da können wir nicht rein, ne? Da geht's noch weiter. Da können wir durchkriechen, natürlich. Ja, ist ja spannend. Also auf jeden Fall ist die Station interessant. Na komm, dann fangen wir da an. Ist auch wirklich, die Camouflage-Farbe ist natürlich auch ideal, ne, hier. In so einem Eisblau, passend zur Wüste, also. Die sollen auch gleich sagen, dass sie den Snake nicht mögen. Gibt ja da so einen Unsinn. Was haben wir da Schönes im Angebot? Ah, das sind die Dinger, da gehen wir nicht drüber. Die werden wahrscheinlich Geräusche machen. Ja, gut. Ja, machen sie. Aua! Ich könnte jetzt wieder Schwein sein. Ich könnte mich jetzt einmal komplett abschießen lassen. Das mache ich jetzt auch. Was, hauen die mir erstmal einen mit der Waffe oder warum fällt der immer um? So, komm. Schieß mal nochmal. Ja, komm. Komm und nochmal. Hier stehe ich, du Pfeife. Mein Gott, kannst du zielen. Meine Fresse, ey. So, danke. Ja, gut, das war überflüssig. So, tschüss. So, das hat man davon, wenn man seinen Ego-Shooter-Wissen von Morun hat. So, das heißt, da komme ich durch. Da ist nix. Wie geht's da weiter? Auch. Halt, da ist eine Tür. Ah, da komme ich nicht rein. Okay, dann ist das relativ einfach, wo wir lang müssen. Also bis jetzt ist es sehr linear. Cutscene. Aha. Okay. Wie spreche ich den denn jetzt? Ist jemand da? Kann mich jemand hören? Hier ist... Wer bist du? Oh. Gott sei Dank. Hier ist Feldwebel Kris Jenner. Das wäre sie gerade irgendeinem Anime entsprungen, aber ist okay. Kris Jenner der Delta Force. Natürlich. Delta Force. Ein Überlebender. Sie wurde nicht ausgelöscht. Nein. Sonst würde ich auch schlecht antworten. Nein, wer bist du? Die Rettungsmannschaft der USA? Amerika. Nein, ich bin das schwarze Schaf, mit dem du arbeiten solltest. Hä? Hm? Doch nicht etwa Foxhound? Hier ist Solid Snake. Du? Ich habe schon viel von dir gehört. Was denn? Der beste Saboteur von allen. Boah, bist du uninteressant. Du hast Metal Gear vor 7 Jahren in Outer Heaven zerstört. Die Legende. Glaub nicht alles, was du hörst. Einige sagen, ich bin nur ein Killer, der Aufmerksamkeit sucht. Wie manche YouTuber. Also, was ist wahr? Bilde dir selbst eine Meinung. Feldwebel Jenner, gibt es außer dir noch andere Überlebende der Einheit? Nein, alle anderen, ich, sie sind Monster, Sir. Sie? Du meinst die Söldner? Ja, besonders ihr Anführer. Einer, den sie Viper nennen. Wir konnten nichts tun. Selbst wenn es kein Hinterhalt gewesen wäre. Hinterhalt? Die Mission wurde verraten? Ich weiß nicht, aber... Diese Mission ist absolut geheim. Es ist unmöglich, dass sie verraten wurde. Jawohl, sagt der Duke Nukem-Double.
Wollen wir wetten? Es gibt immer jemanden, der was verkauft. Was spielt bei amerikanischen Offizieren eine Rolle? Geld, Macht, Ruhm, Frauen, Männer? Unsinn! Hier gibt es keine Spione! Du bist wohl ziemlich sicher. Alle an dieser Mission Beteiligten wurden streng durchleuchtet. Ich verstehe. Sie sind alle vertrauenswürdig. Was meinen Sie, Oberst? Diese Mission ist streng geheim. Nur einige Leute in der Regierung und im Militär wissen davon. Ich stimme McBride zu. Also gut. Feldwebel Janna, ist Metal Gear wirklich in der Festung? Ja, ich weiß die genaue Position noch nicht. Aber die Montage ist fast beendet und die Forscher sind in einem anderen Gebäude eingesperrt. Kennst du die Position der Forscher? Tut mir leid. Ich weiß nur, dass sie hier irgendwo in Galudi sind. Okay. Wie kamt ihr in die Festung? Durch die Kanalisation. Die Kanalisation? Bingo. Du hast doch die Gebäude mit der etwas eingebuchteten Ostwand gesehen. Nee, habe ich nicht, wenn ich ehrlich bin. In diesen Vertiefungen gibt es verborgene Zugänge in den Untergrund. Gebäude mit eingebuchteter Ostwand? Eingang zum Untergrund? In dieser Vertiefung? Verstanden. Kehre dorthin zurück und komm heraus. Nein, ich bleibe. Nein, ich habe keine Zeit, Babysitter für eine Pfadfinderin zu sein. Danke, Snake, du bist der Größte. Ich hätte es nicht besser sagen können. Komm raus. Nein. Feldwebel. Ich gebe die Mission nicht auf. Aber ich muss dies beenden. Für deine gefallenen Kameraden. Snake, es kann dir nützen, wenn jemand bei dir ist. Bitte, Sir. Also gut. Du hast Mut. Das muss ich schon sagen. Vielen Dank. Wir treffen uns in der Festung. Zwischenzeitlich sammel so viele Informationen wie möglich. Verstanden. Bis dann. Pass auf dich selbst auf. Natürlich. Und keine Cowboy-Tricks. Ich weiß. Und noch was. Und noch etwas. Ja? Kann ich dich Chris nennen? Wir kennen uns noch nicht so gut. Das können wir leicht ändern. Als Waffenkameraden? Das überlasse ich dir. Ein Charmeur, der Snake. Okay, meine Frequenz ist 140,25. Falls du Fragen zur Festung hast, ruf mich. Okay, Chris. Viel Glück, Snake. Also gut, Snake. Suche den Weg in den Kanal, den Feldwebel Janna beschrieben hat. Geh zu dem Gebäude mit einer eingebuchteten Ostwand und dringe durch den verborgenen Eingang in der Vertiefung in den Untergrund vor. Damit haben wir das nächste Missionsziel. Gut, das ist ein wunderbarer Punkt, hier Folge 3 zu beenden. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und jetzt hat der Snake einen Anhang. Aber im Moment, Snake ist und bleibt eine coole Sau. Da kann man mir erzählen, was man will. Ich bin euer Mr. Venom 74, vielleicht auch eine coole Sau, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Und wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten und in Folge 4 suchen wir die Kanalisation. Mein Gott, da wird's schmutzig. Und das wollt ihr ja. Wir sehen uns. Tschüss.